Das war der Monatsrückblick. Um die 6000 Punkte konnte man mit meinen Empfehlungen erwirtschaften. Premiendienstbezieher haben etwa 9 Signale erhalten, rein auf der E-Mail-Basis. Davon sind 8 Signale aufgegangen und ein Signal wurde um wenige Cent ausgestoppt, bevor es tatsächlich nach oben gedreht hat. Die Frage ist natürlich jetzt, wie wird das kommende Monat bzw. wie wird die kommende Woche? Das schauen wir uns am Chartprogramm wiederum an. Übrigens, das im Hintergrund ist die BOKU Wien, ein historisches Gebäude im 19. Bezirk, welches ich selbst fotografiert habe. Nun der große Überblick. Wir beginnen mit dem Dow Jones. Über das vergangene Jahr hier diese markante Trendlinie mit dem Ziel nach oben, als wir hier herüben gewesen sind. Das war Anfang Juni. Und danach ist der Weg nach oben, dann diese Korrektur, diese 1600 Punkte innerhalb von 2 Tagen. Und das Rückerobern dieser Trendlinie am vergangenen Montag. Danach sehen wir auch hier die Kerze vom vergangenen Donnerstag, die ich als negativ deute. Und nun noch die Prognose meinerseits. Ich rechne damit, dass wir an diese Linie in diesem Bereich, also von 24.680, noch einmal nach unten hin laufen. Sobald die Berichtssaison beginnt, also das sollte jetzt ab kommenden Montag losgehen und damit die ganze Corona-Zahlen und so weiter eingepreist werden, sprich veröffentlicht werden und die Aktienkurse unter Druck geraten, das wird auch danach den Index nach unten hin bringen. Also das Ziel 24.680 innerhalb der nächsten 14 Tage, 3 Wochen sind durchaus drinnen. Beim DAX, da sehen wir Folgendes, dieser baut den Druck seitwärts ab. Trotzdem wird auch hier vermutlich der Weg nach unten hin ehender stattfinden. Also erstes Ziel ist dann auch in etwa der Bereich 11.900 in etwa gerundet. Sehe ich das ersten Zielbereich. Vielleicht dann auch später dann tatsächlich die rote Linie, wenn wir das seitlich abbauen. Nun zur Nasdaq. Die Nasdaq, ja, die hat jetzt da am Donnerstag dieses Hoch tatsächlich berührt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Mittwoch, da habe ich davon gesprochen, dass da das nächste Ziel jetzt diese Linie sein könnte. Und tatsächlich war das auch der Fall mit neuem All-Time-Hoch. Aber man konnte das nicht halten und ist der Tarif darunter gefallen. Wenn wir uns den Future vom Freitag anschauen, sehen wir, naja, man hat tatsächlich noch einmal versucht hochzulaufen, ist aber jetzt tiefer wie am vergangenen oder wie am Donnerstag. Schauen wir uns einige Schwergewichte aus der Nasdaq an. Allen voran Apple. Apple haltet sich nach wie vor noch über der Linie. Wir haben die Linie noch immer nicht gebrochen. Und wenn wir das wieder weiter rüber schieben. Aber wenn sie gebrochen wird, ja, dann sollte es relativ rasch nach unten gehen. Microsoft hält sich recht gut. Auch hier gehe ich davon aus, dass es eher da jetzt dann noch nach unten geht und wir korrigieren werden. Amazon, die sind nach oben hin ausgebrochen, aber diese Kerze, die wir auch hier hatten, verheißt nichts Gutes, sodass auch hier eine Korrektur zu erwarten ist. Mögliches Ziel, die rote Linie als erstes. Und dann schauen wir weiter. Bei Tesla kräftiges Zeichen nach oben.
Wir haben jetzt das eine Erschöpfungslücke gehabt. Das kennen wir von hier rüben, als wir da knapp an die 1000 Punkte gegangen sind, auch eine Erschöpfungslücke. Die Prognose können wir jetzt da wieder rausnehmen, nachdem das da 17, 18% nach oben hingegangen ist. Durchaus möglich, dass wir hier jetzt eine Korrektur sehen. Hierher und danach schauen wir weiter, was passiert. Jetzt schauen wir uns noch ein paar DAX-Werte an. Als erstes fangen wir mit der Bayer-Aktie an, die wir gerade schon eingeblendet haben. Wir sehen hier den Aufwärtstrend. Ich lege den hier an und hier. Das hat ja wunderbar geklappt. Auch hier und auch hier berührte man diese Linie. Nun ist es wirklich fraglich, ob diese Linie noch einmal hält bei der nächsten Berührung oder ob es diesmal durchrutscht, durchaus in den Bereich von 63 Euro in etwa, wenn es tatsächlich durchrutscht. Aber dann könnte es durchaus wiederum weiter hochgehen. Also ich bin da recht optimistisch für diese Aktie. Auch wenn sie da durchrutscht, ist es für mich eher ein Kauf. Und ja, der Weg sollte weiter nach oben gehen. Nun ein Block an Versicherungen. Die Allianz, ein Synonym dafür, wie im DAX seit Tagen, seit Wochen man seitwärts marschiert. Bisschen nach unten, bisschen nach oben und so hin und her. Und im Grunde genommen gewinnt man eigentlich seitdem, naja, seit dem 4. Juni im Grunde genommen hat man denselben Kurs, sicherlich, da war ein bisschen höher, da war ein bisschen tiefer, aber es ist tatsächlich für einen Langfristanleger seit dem 4. Juni bis jetzt, bis zum Juli, also ein geschlagenes Monat, 4 Wochen lang nichts passiert. Ähnliches Bild haben wir auch hier bei der Münchner Rück. Etwas anders ist es da bei der Generali-Versicherung, die auch zwar in einer Seitwärtsphase ist, aber hier hat man mit hier und hier einen Boden ausgebildet und meine Prognose vor etwa 10 Tagen, 10, 15 Handelstagen, die ist, dass man da das zweite Mal da berührt und dann auch nach oben marschiert. Das ist auch jetzt da scheinbar mit dem Überschreiten dieses Deckels da auch geschehen und es sollte eigentlich jetzt dann noch ein bisschen höher gehen. Dann die Hannover Rück, auch diese in der Seitwärtsbewegung gefangen. Hier sehe ich zwar auch auf der Long-Seite eher die Chancen, aber sehr verhalten das Ganze. Okay, gut, dann schauen wir uns noch das Thema Luftfahrt und diesen ganzen Bereich an. Wir fangen dann mit der Boeing. Starten wir da die Boeing. Ja, die hat sich eigentlich dann meinen Plan gehalten bis hierher. Ich weiß nicht, was da gewesen ist. Jedenfalls ist man nach oben gesprungen, hat aber gleich wieder abverkauft. In Summe gesehen ist man zwar jetzt etwas höher, aber es sollte eigentlich der nächste Schwung nach unten stattfinden. Lufthansa, ähnliches Bild, die aber auch da hier scheinbar einen Boden irgendwie ausbildet, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass man tiefer runter plumpsen sollte. Naja, also beobachten, lieber sich noch nicht positionieren, dazu ist es zu früh. Dann noch eine weitere Aktie, ist da die Airbus, die auch meiner Meinung nach den Boden eigentlich noch nicht gesehen hat, im Gegenteil sogar wesentlich tiefer noch gehen sollte. Dann haben wir noch die Delta Air, ja, da grandiose Rallye nach oben, aber jetzt verlässt einen da die Kraft, also ich rechne auch eher, dass wir hier da nach unten wieder aufschlagen und danach ist es wiederum interessant, diese Aktie zu kaufen. American Airline Group, ja, ähnliches Bild, das hat nicht ganz gepasst, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nehmen wir das trotzdem raus. Wir sind aber auf dem Weg nach unten. Wie ihr jetzt da sicherlich entnehmen könnt, die ganze Luftfahrtbranche, gehe ich eigentlich davon aus, dass es da doch noch etwas tiefer gehen sollte. Ähnliches trifft auch auf den Frankfurter Airport zu, der ja auch
fast das ähnliche Bild hat wie die anderen Aktien. Dazu passend auch natürlich die TUI. Die springt da von einer zur anderen, setzt da, das ist eigentlich null Unterschied. Ja, auch bei der TUI-Aktie gehe ich davon aus, das wird da jetzt der E in der da unten wieder aufschlagen. Diesmal werde ich da diese Kerze da rausnehmen und ganz einfach gleich darüber schieben. Und dann nachher eben auf Kaufen gehen, also mit anderen Worten hier unten. Das ist auch sogar Bärenflagge, mit viel Fantasie kann man sagen. Bärenflagge, der Keil. Und der nächste Schub sollte nach unten marschieren. Jetzt, da kommen wir zu den Rohstoffen und Währungen. Als erstes schauen wir uns da das Silber an. Silber hat er da oben das berührt. Sollte jetzt da eigentlich tiefer gehen. Beim Gold, naja, Gold ist da jetzt, hat da eigentlich nicht diese Kraft, da oben raus zu marschieren. Auch da gehe ich jetzt da eh davon aus, dass wir wiederum nach unten marschieren und nicht nach oben. Dann haben wir hier das Öl noch, nach wie vor auch immer noch in der Seitwärtsphase, also da gibt es auch nicht viel zu berichten. Es sollte eigentlich da jetzt der Plumps nach unten fallen, gehen. Also ich bin da eh in der bärisch eingestellt. Der Bitcoin, ja, der kommt überhaupt nicht in die Gänge, da diese Linie hat man jetzt da unterschritten. Eigentlich würde ich jetzt sagen, das ist ein shortiges, also ein Signal in da auf fallende Kurse. Ich gehe jetzt davon aus, was ich einmal darüber gesprochen habe, die 8216, also in diesem Dreh rundherum, die sollen sie jetzt schon werden, also sollte es jetzt der Ende nach unten marschieren. Und dann nachher, ja, dann kann man sich da lang positionieren und dann kommt es sicherlich der Sprung nach oben und dann macht es sinnvoll, den Stop-Loss gleich auf Kauf nach 100, 200 Punkten zu setzen und hoffen, dass das nicht noch einmal so etwas gibt wie hier, wo man dann ungünstig ausgestoppt wird. Also abwarten, wenn man gekauft hat, vielleicht sogar zu traden, so als Idee jetzt da. Dann nachher auch Ethereum, ja, ähnliches Bild, man kommt auch nicht hier höher, ist auch eh da zu erwarten, dass es da nach unten fällt. Also da nehme ich auch eh da die Short-Seite, obwohl ich mich da jetzt nicht short positionieren werde, sondern eh da würde ich hier die Long-Seite suchen, aber ich handle das nicht, sondern Bitcoin ist für mich viel interessanter. Dann schauen wir auch dieses Mal das Palladium an. Haben wir schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr angeschaut. Aber wir sehen da Folgendes, dass der ganze Druck und so weiter seitwärts abgebaut wird. Also, wenn wir da zu dieser Linie dann nachher kommen, früher oder später, wird die Sache dann nachher wirklich interessant, ob man nicht da wiederum sich lang positionieren sollte. Ähnliches haben wir auch hier, und zwar nämlich in einem anderen Sinn her. Nachdem diese Linie gebrochen ist, ist es ja grandios nach unten gegangen. Jetzt aber hingegen sehe ich hier eine Fortsetzungsformation. Mit etwas Fantasie könnte man hierher gehen und sagen, ja, das ist bullische Flagge ähnter. Also das Ganze, jetzt wollte ich da gerade schauen, ob ich da was finde, aber ist egal jetzt. Also das da sehen, der sehe ich eben das bullische Flagg als Fortsetzungsformation und das könnte jetzt die nächste Spekulation nach oben sein in diesem Dreh, also zumindest einmal auf dieses Hoch hinauf. Und dann schauen wir weiter. Also Notstopp muss man natürlich auch heranziehen. Allerdings muss das relativ weit hier unten sein, da bei 775 würde ich eher da sagen, den Notstopp anzubringen und auf der Long-Seite sich zu positionieren. Jetzt schauen wir uns noch den Euro-Dollar an, den haben wir schon länger nicht mehr angeschaut. Dieser, tja, der baut da auch so etwas auf, aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht eine bullische Formation.
Dazu sind da die letzten Tage zu lange, ist das seitwärts gegangen. Das könnte eh in den Plumpsen nach unten durch sich ziehen. Also ich bin da eh in der bärisch gestimmt als bullisch. Deswegen werde ich da jetzt ganz einfach hergehen und das einzeichnen. Also so in die Richtung runter und dann auch wieder und dann eh in das so in die Richtung. So etwas erwarte ich als auf der Longseite. Und ganz zum Schluss schauen wir uns jetzt noch den Schweizer Franken an, der wiederum an Stärke gewinnt. Können Sie sich noch erinnern, das war da rum gewesen, da habe ich davon gesprochen, naja, wenn der Schweizer Franken stärker wird, also in dem Fall muss es ja nach unten gehen zum Schweizer Franken, dann nachher schaut es schlecht aus für die Indizes. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir da eh dann wieder runterfallen. Und dann auch wesentlich tiefer gehen, bevor es dann auch wiederum hochgeht. Also den Schweizer Franken zu beobachten und dann auch Rückschlüsse zu ziehen, ob nicht tatsächlich auch die Indizes fallen, ist sicherlich eine gute Idee. Im Zuge dessen kann man natürlich auch neben den Schweizer Franken, der da so gewissermaßen als Indikator gilt, auch natürlich heranziehen den Volatilitätsindex, den ich hier habe, den VIX, bezogen jetzt da auf den Standard Empor. Wenn wir da oben stehen, Volatilitätsindex auf den Standard Empor. Wir haben hier jetzt eine Kerze, die allerdings den Boden andeutet. Das heißt, da kann es eher sein, dass, es läuft ja verkehrt rum, während der Standard Empor fällt und die US-Indizes zu fallen beginnen, legt der Volatilitätsindex zu. Also mit anderen Worten kann das jetzt ja durchaus beginnen, wiederum zu drehen. Und wenn der VIX nach oben dreht, dann geht eben, wie ich gerade gesagt habe, das Tendenz bohren die Aktienindizes nach unten. Schreibt mir unten in den Kommentaren hinein, inwieweit ihr im vergangenen Monat Nutzen ziehen konntet, beziehungsweise was habt ihr konkret umgesetzt? Wir sehen uns dann noch am Mittwoch.